Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. So, wir sind in der letzten Folge, waren wir in der, ja, genau, in Orotheim, also in dieser Höhle, und haben uns dann mit dem Banditenführer abgeplagt, Quatsch, mit dem Anführer der Silbernen Hand abgeplagt und das Tagebuch oder so geklaut. Wir waren beim Vogt, haben uns unser Häuschen eingerichtet. Jetzt gucken wir hier mal überall rein, ob wir hier nicht noch irgendwo was lernen können. Wollte ich doch gar nicht. Nein, das auch nicht. Auch nicht. Können wir auch nichts lernen. Das wollten wir sowieso behalten, das haben wir auch schon gelesen. Da sollten wir ja das Schwert finden. Nö. Auch nicht. Zieht's Tagebuch. Achso, das war der, wo wir da in die Falle gegangen sind. Zauberbuch, Heldenmut, kennen wir bereits. Zauberbuch, Kerzenschein. Jetzt können wir auch Licht machen. So. Könnten wir den Krempel jetzt auch verkaufen? Erstmal müssen wir zu Adam. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Genau. Moin. Ich sag ja, aber die im Mittelalter oder so? Oder Pegida. Vielleicht besser. Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Ich habe in der Gegend hier für Ablenkung. Perfekt. Hoffentlich erfahren wir daraus mehr über ihre Bewegungen. Ich denke, dass wir sie in die Flucht geschlagen haben. Glaube ich nicht. Übrigens hat sein Teller sich da gerade bewegt. Jetzt haben wir so viele. Ich habe Gerüchte über Aktivitäten der Silbernen Hand gehört. Eine Gruppe von ihnen hat sich in Rift verschanzt. Beeilt euch. Karte aktualisiert. Stich ins Herz. J. Anführer. Mordain, Anführer der Silberne. Okay. Das ist da. Bruchhelmtal. Das ist Rifton. Und da ist die Festung Dämmerwacht. Das heißt, wir könnten hier eigentlich gleich zwei Sachen miteinander kombinieren. Wir machen jetzt aber erstmal Folgendes. Wir reisen jetzt nach Ivarstadt. Können wir ja von hier aus nicht, weil wir ja im Haus sind. Habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? Ich Jo. wünschte, ich könnte euch begleiten. Wird nicht mehr lange dauern. Kennst Vor ein du? paar Jahren ging es mir nicht gut und ich begann zu trinken. Aber Wigner hat mir diese Schwäche ausgetrieben. Wollte mal gucken, ob mich hier einer. Wir kämpfen schon seit vielen Jahren mit den Kampfgeborenen. Kein Feind ist erbitterter. Mich hier einer in. Einhändig unter. Wenn der Zirkel vor euch birgt, muss ich seine Einschätzung respektieren. Das heißt aber nicht, dass sie mir gefällt. Ja, ich mag dich auch nicht. Kann ich. Vielleicht rettet es euch das Leben. So, bringen wir mal auf 30. Dann gucken wir, ob uns hier noch jemand in einhändig unterrichten kann. Aber ich glaube, das war Skior und Skior ist gerade verhindert oder so. Auch noch jemand? Du kannst Ich doch das hätte nicht vielleicht. gedacht, dass ich den Gefährten Jawohl. wegbringe. Ich kann euch ein paar Dinge beibringen. Steige eine Stufe auf, um das Training fortzusetzen. Ja, machen wir. Wir gehen noch mal kurz in unsere Hütte. Beziehungsweise eigentlich müssten wir auch noch Schmieden üben und ach. Wobei, das könnte man ja eben noch mal fix machen. Dann könnten wir nämlich. Ah, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Näher auch mal was anderes fragen, das geht einem ja langsam auf die Ketten. Frag mich immer noch, wo Ich habe die gehört, dass Troller sie hier die eigentlich Dämmerwacht hin zurück ist. ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung, in Nähe von Rifton.
sonstiges Leder. So, Leder haben wir, Lederstreifen haben wir. Können wir hier irgendetwas herstellen? Sonstiges Käferhelm. Stahl haben wir nicht, Eisenbahn haben wir auch nicht, also können wir damit schon mal nix. Wir können höchstens Lederrüstung herstellen. Hilft uns jetzt aber auch nicht wirklich. Amulett des Knochenkranichs. Schade eigentlich, aber wir können ja mal drinnen nachfragen, ob der nicht zufällig ein paar Eisenbahnen zu verkaufen hat. Wir haben kleine und große Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. So, wir haben jetzt, glaube ich, gerade den Bogen ausgerüstet. Eisenschwert der Seelen. Stirbt das? Achso. Orkisches Schwert hat 18 und ein Schwert ist immer noch schneller als Axt oder Breitkolben, aber Zwergenaxt hat 22. Na gut, wir ja, Eisenbahn, komm. Brauchen wir noch nicht. Weit sind wir noch nicht. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Bin ich auch. Bin ich auch. Danke für das Kompliment. Jetzt. Nein, da waren wir schon. Wollte gucken, ob wir irgendetwas verbessern können. Nein. Natürlich nicht. Hier. Den können wir verbessern, jawohl. Den können wir verbessern. So. Und da wir momentan nur Zeug haben für... um Waffen zu verzaubern. Machen wir das nämlich so. Mieten jetzt Dolche. Dazu bräuchten wir Stahlbahnen. Dann könnten wir unseren Bogen auch nochmal verbessern. Können wir jetzt hier... Ah... Die Elfenrüstung können wir leider nicht. Den können wir hochwertig verbessern. Lederhelm haben wir auf. Den können wir auch noch verbessern. So, dann können wir die Rüstung auch noch verbessern. Dann bringt das nämlich alles ein paar mehr Talas oder so. Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Ich würde sagen... Wir gehen nochmal rein, kaufen uns noch einen Stahlbarren. Ich sehe schon, es wird eine Folge hier von Craften und Verbessern und Skillen und... Wir haben kleine und große... So ziemlich alles, was ihr braucht. Er hat gar keine Stahlbarren. Schade eigentlich. Aber dafür können wir noch ein paar Lederstreifen kaufen. Es ist schön mit euch beim anderen Schmied vorbei. Vielleicht hat der da oben noch welche. Gehen wir mal bei Kotlak. Ach nee, das war nicht Kotlak, das war ach ja. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Mhm. Das macht Spaß.
Vielleicht hat der Stahlbarren. Ärger oder so? Wie, willst du welchen? Kannst du haben. Hau ich hier auf die Nase, du. So, Tachchen. Ich habe eine Menge Schuss. Genau. Achso, der hat ja auch noch eine Waffe für mich. Eine beliebige Waffe für euch fertigen. Vor euch seht ihr die beste, eine Klinge. Sie wird so scharf sein wie Fralias Zunge. Schön. Was habt ihr zu verkaufen? Ah, was hast du denn an Waffen? Dolch des Himmelsschmieds, okay. Okay. Der hat Stahlbarren. Hier haben wir gleich 3 Stück. Komm, den kaufen wir auch noch. So. So, da sitzt du jetzt gerade dran. Dann gehe ich halt wieder runter. Oder ist das hier, kann man hier besser? All zwei Händler der Himmelsschmiede. Mhm. So, dann nochmal vergleichen hier. Wir haben jetzt gekriegt Waffen. Ja, kann 22 und die Zwergenaxt auch 22. Das heißt, wir nehmen natürlich das Schwert der Himmelsschmiede. Kann ich das noch verbessern? Mal ran hier. Weg, du hast den ganzen Tag Zeit. Jawohl. Aber... das ist doch, also. Das ist doch. So, jetzt kannst du wieder. Ja, eigentlich auch gleich da oben. Naja, egal. Die nackte Wahrheit. Wir sind die Kinder der Menschen. Carlos ist der Wahrheit. So, wir gehen jetzt erstmal zum Zau. Oh, rein, komm her, Mäuschen. Grüße. Ich grüße euch. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Brenuin hat gesagt, dass ich das machen soll. Er ist der Einzige, der nett zu mir war seit sie gestorben ist. Meine Tante und mein Onkel haben unseren Hof übernommen und mich rausgeschmissen. Sie haben gesagt, dass ich zu nichts nütze bin. Und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich vermisse meine Mama so sehr. Glaube ich. Könnt ihr dich adoptieren? Wirklich? Habt ihr ein Zuhause, wo ich wohnen kann? Also. Gut. Trotzdem vielen Dank. Wir brauchen. Der Beste. Könnt ihr mein Vater sein? Ja, machen wir. Wir brauchen dringend ein zweites Haus mit Kinderzimmer. Das ist ohne Geschichten. Ne? Wer bist du? Es macht keinen Spaß, so. Ständig nur herumgeschubst. Ja, das glaube ich dir. So, wir gehen zum Verzauberer. Könnte eigentlich auch hier. Da eigentlich auch da. Seelenstein. Oh, wir haben gar nicht mehr. Euch zuzusehen erinnert mich an meine ersten Tage als Verzauberer.
Wir müssen dringend Seelensteine füllen. Den machen wir jetzt als nächstes wirklich erstmal den hier. Es bringt zwar jetzt nicht Punkte, die wir eigentlich haben wollten. Aber so, damit sind wir auch wieder eine Stufe aufgestiegen. Schade eigentlich, hätte man... Naja. So, dann machen wir das jetzt nämlich mal folgendermaßen. Dann... Rika brauchen wir eigentlich selten. Ja, aber, wir nehmen mal hier Verzauberung. Neue Verzauberungen sind 20% wirkungsvoll. Ist sehr schön. Sehr schön. Müssen wir. Ja. So, dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen. Wir verkaufen jetzt den restlichen Krempel. Wir noch so loswerden. Und dann machen wir uns auf die Reise nach Rifton. In Rifton haben wir mehrere Sachen zu erledigen. Und zwar unter anderem einmal das für diesen kleinen Bengel da, der da unbedingt seine Nächterin aus dem Kinderheim, Waisenhaus gut sehen möchte. Das bringt uns dann zur dunklen Bruderschaft. Dann müssen wir zur Diebesgilde den Typen den Stein zeigen, den wir da gefunden haben. Dann müssen wir natürlich den Auftrag von Aela erfüllen, indem wir da den Anführer der silbernen Hand umbringen. Nein, wollte ich gerade eigentlich nicht. Dann müssen wir noch in Richtung Dämmerwaff, wenn wir schon sowieso da in der Ecke sind. So, jetzt möchte ich mein Geld gerne wieder haben. Zack. Noch mehr Fell. Leder haben wir auch noch so viel, das müssen wir dann erstmal zu Hause ablegen. Den behalten wir, das behalten wir. Kannst du haben, brauche ich. So, toll, das war's jetzt schon, oder was? Mehr kriege ich hier bei dir nicht los. Schade eigentlich. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. So, dann gehen wir gleich nochmal nach Hause. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich. Ja, nicht nur dir, mir auch. Wobei, aus mit dir, hast hier nichts zu suchen. So, wir schmeißen das ganze Gelumpe erstmal hier unten rein. Das Gold nehmen wir natürlich mit, warum auch immer das hier liegt. So, sonstiges, das kann da rein. Alle, jawohl. Fackel nehmen wir mit, Fell kann da rein. Das Leder kann da rein, das kann da rein. So, wir haben nur kleine und winzige Seelensteine. Schauen wir mal, was wir damit anfangen können. 105. Im Inventar. Hatten wir jetzt hier irgendwas? Könnt ihr die Olle rausschmeißen? Hätten wir auch ein Kinderzimmer. Aber naja. Egal. So. Ab. Nach. Richtung Rifton, ne? Wollten wir? Echt Quatsch. So, wir wollten nach Ivarstadt. Doch, nach Ivarstadt. Und von da aus reisen wir dann zu Pferde. In Richtung Rifton, damit wir das endlich auch mal finden.
Jo. Ja, dunkel hier. Hotte. Ja. Da ist Hotte Lotte. Da lang, genau. Eine Höhle. Ecken. Okay. Mein Pferd angreifen hier. Findest du? Wo ist Hotte, Lotte? Mein Pferd ist weg. Uni-Strandhöhle entdeckt. Mhm. Dafür ist mein Pferd jetzt weg. Gehen das mal anders. Vielleicht ist es ja dann wieder da. Was ich sehr schwer hoffe. Jawohl. So, wir müssen da entlang. Eigentlich immer am Fluss lang. Hier passiert. Ach, du auch noch, oder was? So, schon haben wir wieder einen vollen Seelenstein. Jetzt, wo ist hier der Wegweiser da? Da geht's nach Helgen. Hier war's great. Gut, dann reiten wir hier lang. Was auch immer das gerade für ein Ton war, wo der wieder herkam. Ich weiß es nicht. Könnte aber mein Videokonverter gewesen sein. Beziehungsweise mein Schnittprogramm. Das heißt, die nächste Folge von Quiz. Die nächste Folge von Skyrim ist fertig zum Hochladen. Ich will nicht. Einer? Wer muss hier denn helfen? Das Ding natürlich erstmal wieder auf die. Briefe des Kuriers. Hätte klappen können. Gucken wir mal rein in den Brief. Hochverehrter Investor, unsere Expedition nach ist auf Widerstand seitens der Bewohner gestoßen. Ich weiß, das ist nicht das erste Mal, aber wenn ihr uns einige zusätzliche Männer und Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung stellen könntet, sind wir sicher, dass der Schatz euch für euren Aufwand entlohnt wird.
Diesmal ganz sicher. Wenn nicht, können wir bei Rift mit der Suche nach weiteren Schätzen beginnen. Für eine schnelle Antwort wäre ich euch sehr dankbar. Ja. Okay. Was ist... Nein, das... Was hatten wir gerade? Das ist auch nichts. Orkan ist der Geist von Nirren, der Gott aller Sterblichen. Naja. Wenn du das sagst. Ein Rubin. Ja, nehmen wir mit, ne? Ach, warum rennt das Viech denn da hinten wieder hin? Das ist doch nicht normal. Dann haben wir jetzt also quasi... Moment, jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Ruinenwunden, genau. Schornstein. Mhm. Ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich wieder der nächste Wolf um die Ecke. Dann wird es ziemlich nervig. Auch wenn wir die Seelen gut gebrauchen können, brauchen definitiv größere Seelensteine und definitiv eine Spinne. Vergiftet die auch noch mein Pferd, oder was? Weg hier. Och, komm. Ernsthaft. Ich habe immer noch nicht auf den Hotkey gelegt. So, und bevor uns die Wölfe da unten jetzt auch noch auf den Sack gehen... Ja, gar kein Wolf. Aber unser Pferd ist weggerannt. Hm. Was? Nö. Na komm. Ich sehe das schon kommen. Wir kommen in der heutigen Folge nicht mehr in Rifthorn an. Schon da. Okay. In so einem abgelegenen Winkel des Kaiserreichs. Salonia Carwein. Kann man also nicht anquatschen? Ihr braucht etwas? Hoffentlich stimmen diese Geschenke sie milde. Belästigt mich nicht, Bauer. Du kriegst auf Maul, Junge. Und für diese Geschenke zu viel Geld bezahlt, um zu spät zu Vittorias Hochzeit zu kommen. Warum hier niemanden aus? Wenn wir es bis dorthin schaffen. Hätte ihm jetzt seine Geschenke abnehmen können, aber. Ja, wobei. Ja, in dieser Folge. Zumindest nicht, wenn wir hier an allen fünf Ecken anhalten müssen. Na gut. Wir haben jetzt was genau hier entdeckt? Die Kernholzmühle. Bestimmt auch irgendwas machen und reisen dann in der nächsten. Das heißt, meine Mutter und ich. Das klingt nach einem neuen Auftrag. Ich hoffe, dass ihr hier keinen Ärger anzetteln wollt. Ich kämpfe gegen euch, wenn es sein muss. Süß, aber brauchst du nicht. Ja, bitte.
Er sagte, er wolle ostwärts zur Grenze von Morrowind reisen, um ein wenig von unserem Getreide an Leute im Bruchhelmtal zu verschachern. Ich habe gewartet und gewartet, aber er kam nie wieder zurück. Vermutlich lebt er jetzt mit so einer Elfenhure zusammen. Mir kann er gestohlen bleiben. Wenn ich nur wüsste, wo er ist, ich würde ihm gewiss die Meinung sagen. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Gut. Wenn ihr ihn seht, dann sagt ihm, Groster lässt ausrichten, er könne ins Reich des Vergessens ziehen. Hier ist er nicht mehr willkommen. Ihr habt hier nichts verloren. Ihr habt hier nichts verloren. Letzte Warnung. Verschwindet zu Wachen. Ein Eindringling. Ist denn mit euch nicht in Ordnung? Ich will euch helfen und ihr schmeißt mich raus. Euch piept's wohl. Wer bist du? Wer was? Der Vampirdiener? Auch immer. Gut, schon wieder. So. In der nächsten Folge werden wir dann natürlich weiter nach Rifthorn reisen. Das schaffen wir in der heutigen Folge natürlich nicht mehr. Ist ganz klar, wir sind schon bei 31 Minuten. Und das letzte Video ist schon ein bisschen länger geworden, als es eigentlich sollte. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst natürlich gerne ein Däumchen und ein Abo da. Ihr wisst, jedes Däumchen ist ein Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.